Ich finde, das ist unser Geldbügel fast voll, ey. Okay, nächste Longinus-Aufgabe haben wir auch direkt hier. Halt, soll uns erstmal egal sein. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal gerade die hier mit und noch den Außenposten hier oben. Noch einer. Ach, schade. Fast alle Glockentürme im Kühlrad senden jetzt meine Bezirke. Ist das nicht geil? Und das ist noch nicht alles. Ich werde euch auch verraten, wer dahintersteht. Kein geringerer als AJ Gale. Oder wie man es richtig aussprechen müsste, AJ Gale. Denn wegen des Namens, wegen dieser ganzen Namensgeschichte, habe ich ein Bündchen mit ihm zu rufen. Kann ich mal kurz Dampf ablassen? Ich weiß, dass AJ das mit seinem Namen eher locker sieht. Er nennt sich AJ Gale, was ziemlich amerikanisch klingt. Aber immerhin hat er kein Problem damit, wenn die Einheimischen ihn mit seinem wahren, kyratischen Namen ansprechen. AJ Gale. Das gefällt mir. Weiter so, ich will auch gar nicht über die alte Geschichte mit Spaß und Spaß schreiben. Nur eins ist ganz wichtig, hier ist Rabbi Ray Rana und nicht etwa Rabbi Ray René. Live mit seinem Co-Moderator Tutu. Nein, ich bin Rabbi Ray Rana und das ist Chotu, aber Chotu ist nicht so wichtig, denn das ist... Ist ein Sherpa irgendwo? Ein gut. Show. Wo ist denn der Sherpa? Weil den würde ich ganz gern vorher finden. Weil wir noch Munition brauchen, logischerweise, was ich jetzt fast schon wieder vergessen hätte. Pass drauf. Wie gesagt, die Radioshows hören wir uns jetzt an, solange wir noch Radio haben und es sich nicht wieder festbackt. Nutzen wir das auch aus. So, jetzt sind wir echt fast wieder voll. Ja, da müssen wir jetzt anfangen, mal Waffen hochzuskillen, ne? Können wir ja schon mal eine für die Warrior, können wir nichts kaufen, logischerweise, ist klar. Seitenwaffe, der Granatwerfer. Aufsätze, aber wir können noch die anderen Dinger hier kaufen. Ja. So, was haben wir noch? Sonst wird schwierig, ne? Weil wir jetzt nur die Predator und die Warrior. Ne, die Predator nutzen wir ja gar nicht, stimmt. Ja, aber die hier. Mal alle Farben drauf. Das hat leider keine Seitenwaffe, der Granatwerfer hier. Aber haben wir mal wieder ein bisschen Platz. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Wenn du noch irgendwas brauchst. Soll ich mich sonst vielleicht morgen einfach mal hinsetzen oder so? Ups. Ach du meine Güte.
und mal ein bisschen Geld ausgeben, indem wir jede Menge Waffen hochskillen. So. Propagandazentrum. Als Reaktion auf die illegale Zerstörung von Propaganda hat Yuma ein Propagandazentrum in einem nahegelegenen Ort errichtet. Finde und zerstöre. Es hat sei gewarnt, wenn du es hin sabotierst, wirst du vermutlich Yumas Truppen auf den Plan rufen. Das hört mich da nicht. Der Scheiß hat er jetzt her. Wir haben 300 XP, den Boy zu töten. Das ist nicht wenig, für einen Dude. Oh, kein Funk, nichts, was wir tun müssen? Okay. Dann halt nicht. Runter müssen wir noch. Zu weit weg. Wieder ein Flammenwerfer Heinz, Alter. Alter. Digga, ist ja klar, weißt du? Bei dem, der eigentlich keine Probleme machen sollte, den treffe ich ums Verrecken nicht. Alter, ich gehe deinstallieren, ehrlich. Eigentlich großkalibriges die ganze Zeit rum. Keine Ahnung, weiß ich wahrscheinlich selbst nicht. Oh, scheiße. Durchhalten. Da kommt noch ein Heli. Da kommt dann noch ein Fettsack da oben.
Wieso ist der wieder gelb? Cool. Propaganda-Zentrum. Nice. So. Nachschubmission. Ja, so auch mal kein Signal, obwohl wir hier auf einer Straße sind. Naja, Straße ist vielleicht das falsche Wort. Kagan hat Probleme, seine Propaganda aufrechtzuerhalten. Und du hast so viel davon vernichtet. Und jetzt folgen auch schon andere deinem Beispiel. Jungs, ich fahr vor euch. Zentrum gefunden. Also los, mach dein Ding, schalt es aus, mach viel Lärm. Wir wissen schon, wie du vorgehst, was? Du hast die Koordinaten. Mal was anderes, benutzt du ein Bidet? Ich meine, ich hab mich das gesehen, jetzt schon wieder. Du treibst. Läufst viel rum, schwitzt. Frag mich das jetzt schon wieder, hat er mich schon mal gefragt. Und trägst dieselbe Unterwäsche immer mindestens 12 bis 36 Stunden. Und in Anbetracht der Arbeit, die du verrichtest, muss doch irgendwie das Rasieren auf der Strecke bleiben, oder? Ich mein's ernst. Das muss doch am Arsch so richtig kratzen. Und einen sauberen Arsch zu haben, ist wichtig, wenn du gegen die Bösen kämpfst. Oh, ich schweife schon wieder vom Thema ab und verliere dich. Tut mir leid, Mann. Aber ich mache mir echt Gedanken um dich. Und zwar von oben bis unten, von deiner Nahrung bis zum Papier, mit dem du dir den Arsch abwischst. Ah, ja. Okay, hör gar nicht hin. Viel Glück mit dem Propagandazentrum. Danke. Vorräte. Hier ist AJ. Wir haben bei einer Lieferung Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Willst du, dass ich Verstärkung rufe? Nein, nein, nein. Bitte nicht. Das ist meine Schuld. Aber ich brauche deine Hilfe, um aufzuräumen. Ich finde sie. Das ist immer sowas von Sass. Aber okay. Dreimal Pakete am Dienstag, okay. Rijamine, der KEO. Lol, der Arsch hat die Granate zurückgeschmissen. Ich glaube, es hackt. Der Sprung kommen wir da bestimmt drüber. Alle. Na, guck mal. Erstes Paket geborgen. Es sind nur noch zwei übrig, aber es sind überall Wachen. Sei besser vorsichtig. Will er eigentlich runter? Uah, aber nicht so. Schon liegt da von der PG rum. Wie lange liegt die hier wohl schon? Thank you.
Und ein Zettelchen, ja genau. RA-Memo, Giftmüll. Alle chemischen Abfälle sollen ab sofort zur Halde im Südosten von Utkarsch gebracht werden. Befehl stammt von Juma persönlich. Das heißt, alle Fässer, die in den letzten Monaten hier deponiert wurden, müssen zu der neuen Halde gebracht werden. Ich weiß, das ist ein ambitionierter Plan, aber immer noch besser, als nach Durgesh versetzt oder ins strahlende Gesinnungslager verfrachtet zu werden. Ja, das stimmt wohl. Durgesh hieß das. Ist die Bude, aus der wir ausgebrochen sind. Ritterwies Hütte. Oh Gott, der geht bestimmt nicht kaputt. Zweites Paket geborgen. Nur noch ein. Das machst du sehr gut. Und alles wahrscheinlich für Pagan. Ganz auf Nummer sicher gehen, dass die auch wirklich sterben, die Jungs. Nicht, dass wir gleich wieder eine böse Überraschung bekommen. Und weiter. Wo kommt die Evolution her? Aus der Truhe wahrscheinlich, ne? Boah, Schlange. Okay, ich schätze mal unter Wasser, wa? Raus, raus aus dem Wasser. Wo komme ich hier raus? Ich habe das letzte. Perfekt. Und jetzt bringen Sie bitte schnell her. Obwohl, für Pagan wird er nicht arbeiten. Das wäre ja dumm, dann würden wir Pagans Leute töten. Aber für den goldenen Pfad arbeitet der Dude auch nicht. Safe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist die Medizin. Ich hoffe, sie kann euch helfen. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Das wird helfen. Weißt du denn, was da drin ist? Medizin, Infos, Waffen, das spielt keine Rolle. Alles ist wichtig, AJ. Man muss nur wissen, wie man es am besten verwendet. Ah ja. Sass. Könnte man meinen.
So, Außenposten nehmen wir noch. Hops, nehmen wir jetzt doch hier den unten. Hops, da sind wir gerade näher dran. Außenposten nehmen, Mission machen und dann die goldene Fahrtmission, bei der wir uns wahrscheinlich wieder entscheiden dürfen. Ich habe der Mauer tatsächlich bald schon Feierabend für heute. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und da was zu essen machen. Ja, und jetzt schon wieder fast 8 Stunden dran, ne? Das ist von hier oben. Alarmschalte, glaube ich. Hey, wo haben die denn ihre Alarme? Ah, da steht einer. Auf der Seite hier können wir uns gerade einfach reinsneaken. Ich glaube, hier reicht es, wenn wir... Hier reicht es, wenn wir einen Alarm deaktivieren. Dann sind ja beide deaktiviert. Ne, einer Alarm noch übrig, okay. Doch nur. Ich dachte, wenn wir die so ausschalten, dann gehen direkt alle aus. Zeit, der hätte man eigentlich schmessern können. Wieder ein Fettsack, Alter. Davon gibt es mittlerweile echt übertrieben viele. Ganz stark!
Nein. Ich wollte eigentlich einfach nur runterspringen und ihn mit dem 360 wegmachen, aber das Spiel meint ja wieder, mich in den Gleitmodus zu schicken, mit dem scheiß Wingsuit, ey. Meine Fresse, ey. Jetzt hier eine Geiselbefreiung und Karate-Films. Rennen. Okay, schreibe ich schnell auf. Gut, machen wir das Karate-Films. Danach noch die Geiselbefreiung, dann die Hauptquest und dann machen wir, glaube ich, Feierabend für heute. Danach wird man dich offiziell Dominator nennen. Ich filme dich von vorne. Und auch wenn du schneller sein wirst als das Licht, vergiss nicht, gut auszusehen. Okay, was auch immer das jetzt für eine Abschweifung war, wortwörtlich. Die Lippe gebissen, unbelohnt. Yippie. Sehr schön. Ah. 1:01 sogar. Wir hätten noch 10 Sekunden langsamer sein dürfen. Knapp. Heftig. Nimmt man mit. Ich habe die fermatische Vermutung bewiesen. Oh, und jetzt brauchen wir auch wieder. Die sollen dafür sterben, dass sie meine Familie entführt haben. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Achso, das war's. Gut. Jetzt in dem Moment weg, for real. Dafür habe ich dir jetzt in den Lendengegend geschossen. Ist aber schuld. Nimm mich mal mit, Kumpel. Oh Gott. Okay. Ich darf mich nicht umgucken währenddessen. Haben wir einen Sniper. Der snipt nicht mehr so viel.
Der ist runtergefallen, leider, okay. Dammit. Eine Geisel musst du leider dran glauben. Ah, sonst wäre der halt von dem Heini hingerichtet worden, also... Was war das? Hi. Ich kann dir nur das hier geben. Alles, was ich was, was soll das denn? So, was haben wir hier hübsches? Nach den Regelspielen provoziert Parkansoldaten nichts, solange wir sie mit... Den besten Fang des Tages versorgen, lassen sie uns in Ruhe. Ich weiß, sie sind brutal und arrogant und sie sind auch bewaffnet und tödlich. Gut, nur warum ich euch bitte, beißt euch auf die Zunge, solange sie hier sind. Weil Stolz ist es nicht wert, eine Kugel abzukriegen. Vertraut nur darauf, dass Kyra eines Tages für einen Ausgleich sorgen wird. Gut. Und damit auch durch. Dann würde ich sagen, jetzt zum Sherpa-Lager nochmal hoch. Dann machen wir noch die letzte Mission für heute und dann hat man einen ordentlichen 8-Stunden-Stream, würde ich sagen. Jede Menge heute geschafft. Das schießt sehr gut. Auto können wir schön. Ja, dann muss ich morgen mal gucken oder so, dass irgendwie mal ein paar Waffen einkaufe. Ich glaube, dass wir keine Waffen einkaufen, weil die kriegen wir eh alle kostenlos, aber halt nach und nach alles hochskille und halt, dass wir ein bisschen Geld ausgeben können. Ein Buggy, guck mal. Na, 50 Granaten, glaube ich, können wir mittlerweile tragen, ne? Plündere den Lieutenant. Da ist er. Ich
Wo kommt er denn her? Bye. Und weiter. Und wir haben wieder kein Radio. Wir genießen, solange wir Radio haben. Zum Geier komme ich denn hier hoch? Oh, meine Kopfschmerzen werden schlimmer, ey. Aber die eine Mission machen wir jetzt noch. Ich hoffe es mal nicht, dass wir Yuma jetzt direkt hops nehmen. Aber für sowas habe ich jetzt keinen Kopf mehr. Au. Ach, Diggi. Alter, echt jetzt schon wieder? Der brennende Bär rennt den da her. Darf ich jetzt? Ja? Angenehm. Und bitte sag mir jetzt nicht, dass wir Yuma direkt hops nehmen. Da habe ich natürlich jetzt keinen Bock mehr drauf. Wir gucken einen Film. Movie time! Man sieht nur nichts, weil es ultrahell ist. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Liebes Volk von Kyrat. Sicher seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind. Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt. Doch Leben heißt Fortschritt. Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, den ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Noor und Paul de Pleu haben nach langjährigem treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück. Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt. Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der KEO-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben. Fortschritt ist gut. Begrüßt ihn. Euer König lebt noch. Frohlockt. Yuma steht eisern wie ein Wachturm und wartet. Kommt doch. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Errichte die aufgegebene. Erreiche die aufgegebene Goldmine. Okidoki. Ich glaube auch nicht, dass wir Yuma jetzt hops nehmen, sonst wäre ganz klar gesagt worden: Jo, wir nehmen Yuma jetzt hops. Wir müssen noch ein bisschen schwächen und dann irgendwann in der nächsten Session. Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen.
dir ein besonderes Talent, das für jedes Kennenlernen zu versorgen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Nur und De Pleur auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie in die Berge schickt, um magische Gemälde oder sonst was zu finden. Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss. Suche nach Yuma. Okay, vielleicht geht Yuma jetzt doch schon an den Kran. Nein, glaube ich nicht. Kyo Schwargiamin. Schwargiamin. Privat, Expeditionsbericht 04. Generalin Yuma, ich brauche Ihre Bestätigung, dass wir dieses Wagnis fortsetzen sollen. Wir haben die Hälfte unserer Männer an den Berg verloren und können bisher keine Spur des Shangri-La-Tankers oder des Klosters, das sich an diesen Koordinaten befinden sollte, finden. Um die Ausgabe fortzusetzen, brauche ich mehr Männer, mehr Material. Die Moral ist auf dem Tiefpunkt und meine Männer leiden unter der Höhlenkrankheit und Erfrierungen. Ich erwarte weitere Befehle. Lieutenant Yadav, erstes Rakshada. Ich fühle es im Wasser, ich fühle es in der Erde. Visionen lügen nie. Die Visionen haben gesprochen. Yuma, mein armer Liebling, im Namen des Herrn, du wirst sterben. Es tut mir leid, dass ich es dir so sagen muss, aber es ist die ehrliche Wahrheit, so ungeschont wie möglich. Du wirst wissen, welches schlimme Schicksal dich erwartet, wenn du nicht gehst. Renn. Renn wie der Teufel. Renn, bis Kyrat nicht mehr ist, als eine verblasste Erinnerung. Das ist deine einzige Chance. Vielleicht hat Sir Nigel recht. Im Endeffekt wird Sir Nigel sehr wahrscheinlich recht haben. Die Sanskrit-Schriftrollen. Der einzige Mensch, den ich in diesem Drecksloch von einem Land auftreiben konnte, der Sanskrit übersetzen kann, und De Pleur bringt ihn mir halbtot. Er konnte nur Bruchstücke aus der Schriftrolle von der letzten Expedition übersetzen, bevor er verblutete. Dämonen griffen Shangri-La an. Sie waren nicht von dieser Welt, nicht mit klarem Verstand. Jemand wollte Shangri-La für sich selbst. Und diese Dämonen, die Beschützer des Rakshasa? War dies die Stimme Kalinyaks? Ich muss einen neuen Übersetzer finden. Oh, lol, what the fuck? Du bist jetzt in meinem Shangri-La. Okay. What the fuck? Okay. Hagar schickt einen Knaben, um mich zu töten? Nach allem, was ich für ihn getan habe? Bevor deine Hure von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Dann kam deine Mutter. Deine Mutter. AW, lieber der AJ Sicher... Was? Lieber der AJ Sicherheitsprotokolle. Was? Was ist denn? Ach, keine Ahnung. Anbei finden in eine Probe unseres Wahrheitssprühgiftes. Wir hätten eine neue Gattung des Kyrat-Raupenpilzes entdeckt. Dich sich in erste Tests... Okay, bla bla bla. Ach, das lese ich nicht weiter. Jetzt wäre noch eine halbe Stunde geschrieben von Mom anscheinend. Mieter? Nein, das sagt sie niemals wirklich. Das ist wieder nur eine Halluzination. Sie hat ihn schwach gemacht. Sie hat ihn in diese
leere Hülle von einem Mann verwandelt. Er hörte auf, ein König zu sein. Er war gebrochen. Schwach. Wieso ist hier nur Amita die Böse? Meine, in jeder Lüge steckt ein Fünkchen Wahrheit, ne? Okay, wir sind jetzt nicht in richtig Shangri-La, aber... so einem Teil Shangri-La. Ich kann schon mal erwähnt, wie sehr ich es hasse, mit Bogen zu kämpfen. Weil ich halt einfach nichts treffe. Warum brennen wir auf ganz random? Wir brennen. Achso, weil du Feuerpfeile hast. Klappt die Feuerpfeile. Ich gehe einfach über ein Messer. Die echte dauert mir viel zu lange. Ich hab keinen Bock mehr, ich den scheiß Bogen wichse immer, ey. Gib mir einfach eine ordentliche Schusswaffe, ganz ehrlich. Das Tor zerstören, müssen wahrscheinlich die Dinger hier kaputt machen, war, schätze ich mal. Ich habe mir was vorgemacht. Ich dachte, er fängt sich wieder. Muss ich wieder fangen. Aber nein. Gebrochen. Es bleibt schwach. Nur mich wird Pagan nicht brechen. Und auch dieses Land nicht. Und du. Du. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Mich erst recht nicht. Das war viel zu weit. Also wir sind nicht in Shangri-La selbst, aber wir sind in Yumas Shangri-La anscheinend. Oder in noch einer anderen Zwischenwelt oder so. Ich frage nicht. Wir hingen an der Zipline, aber interessiert das Spiel anscheinend nicht. Wohin? Da hinten rüber, wa?
Oh Gott. Okay. Ich glaube, das sollte so auch nicht sein. Oh Gott, wir hängen ein bisschen fest. Okay. Okay, scheiße, jetzt können wir nicht genug Winkel nehmen, oder? Ja, doch, wird wohl funktionieren. Oh, verdammt! Ja, okay, das war jetzt verbuggt. Warum sind wir wieder hier? Das sind nur Hall und Ziers auf der falschen Fährte locken wollen. Leuten wollen, ja moin. Atmosphärisch ist das Spiel halt mega, ne? Du hast mich. Ja, ja. Was zum Teufel? Lassen wir die Spielchen. Shogua. Wir wissen beide, was du willst. Kein Spielzeug im Bett. Goethe kann ihn ja. Asche deiner Mutter den Schweigen zu geben. Ich halte keinen per Takedowns aus, okay? Das Verraten, der kommt jetzt nochmal, wa? Ich hab keine Ahnung, ich hab keinen Gegner gesehen. Ich hab keine Ahnung, Digga. Junge, 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 ey. Das zu tun, was Pagan nie selbst tun würde. Zeit, dich zu töten und die Asche deiner Mutter den Schweigen zu geben. Wie hat er mich bitte getroffen? Hier rennt hier auch rum. Direkt heilen. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP ich habe. Nein! Das
viel zu viel. Ja, wir sind ja nur Lowlife. Das ist viel zu viel. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Alter, Digga, ist das Cancer. Ich bin mich nur am Heilen. Nur. Alter, ist das stressig. Niemals. Niemals. Als ob das jetzt Yuma war. Alter, das war ja läppsch. Namita, Yuma ist tot. Das Ende der Dämonen von Durges. Keine Sorge, AJ. Pagan ist der Nächste. Das jetzt Juma war, das war ja ultra schwach. Das war ja der schwächste Tod mit Abstand. Neue schlagkräftige Waffen stehen jetzt in Handelsposten zur Verfügung, okay. Das war ja ultra wack. Juma war ja ein richtiger Lappen. Oder ist ein richtiger Lappen. Holy shit. Lächerlich, wenn ich ehrlich sein soll. Wo ist die nächste Mission? Wir hatten noch irgendwo goldener Pfad, aber ich sehe es gerade nicht. Ja, Yuma ist tatsächlich tot. Das ist jetzt an ihrer Festung ran. Krass. Na gut. Ja, wo die goldene Farbmission ist, weiß ich nicht. Da ist sie irgendwo. Wir gucken gerade in die Richtung, aber... Ach, da ist sie, lol. Ganz versteckt. Gut, dann gehen wir jetzt gerade noch... an den Shop. Mal gucken, welche Waffen da freigeschaltet worden sind. Ah, die ist doch neu. Die sind doch alle neu. Nicht alle, aber ich meine, einige davon hat man nicht gesehen. War da was Einzigartiges bei? Ein Charlie draufnehmen. Was ist das? Das Präzisionsgewehr, okay, krass. Ja doch, das sind Waffen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das hier ist eine Sniper, okay. Das ist aktuell aber besser als die hier. Sachen Reichweite und Genauigkeit vor allen Dingen.
Ja. Ah. Klar, brennen wir einfach in der Bude. Das war eine coole Mission, die war hart stressig und ich hätte nicht gedacht, dass wir Yuma jetzt schon dran kriegen. Yuma ist ein ganz schöner Lappen, ich sag's wie es ist. Wo ballern die jetzt da hinten rum? Komme ich da mit dem Mörser ran? Oh. Oh, scheiße. Hoppla. Ah! Oh, ich treffe unseren eigenen Boy damit. Ich habe nur unseren eigenen Boy damit getroffen. Ich mag Mörser. Warum? Jetzt immer noch nicht lang gelegt. Skandal. Jetzt aber. Jawohl. Alter, weil man mit denen gucken kann. Krass. Ja, ich habe nur mehr meine eigenen Männer umgelegt, aber ist ja egal. So, sehr schön. Wir haben viel geschafft heute. Sehr viel. Bin bei... Hallo? Darf ich nicht sehen, Prozent. Okay. Darf nicht sehen, bei wie viel Prozent wir sind. Dann nicht.